Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Gwent mit Paxis. Mir geht nicht aus dem Kopf, dass wir nur 6 Bronzeeinheiten haben und der Tagesanbruch oder die Zusammenkunft nur sinnvoll die Infanterie rufen kann. Aber noch mehr Einheiten reinpacken macht eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, gegen Harald der Krüppel habe ich die letzten Spiele immer gewonnen. Das ist ganz gut. Tagesanbruch. Der kann halt auf jeden Fall einen Wettereffekt haben, deswegen einmal sollte man es auf jeden Fall auf der Hand lassen. Ein Rausch, perfekt gezogen. Priscilla haben wir lange nicht mehr gezogen, verdammt doch mal. Ich glaube, zerfetzen ist auch nicht so effektiv gegen das Deck vom Gegner, fällt mir gerade so ein. Mal schauen. Steht 19-12. 19-12. Eigentlich können wir uns das nicht wirklich erlauben, jetzt noch Karten auszuspielen. Und jetzt? Soll ich daraus einen Schürhaken machen? Oh nein, bitte geh nicht auf Unentschieden. Bitte geh nicht aufs Unentschieden. Ach, danke. Soll ich daraus einen Schürhaken machen? So, gefällt mir deutlich besser. Er hat jetzt 3 Karten weniger. Eigentlich, ja, ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Boah, nicht geil gezogen eigentlich. Wäre mir jetzt irgendeine Goldkarte lieber gewesen. Ach, dieser Dreck. Wir bekommen ihn nicht kaputt, verdammt. Seitdem wir spielen Philippa drauf aus. Und zerfetzen ihn dann. Das wäre jetzt so eine Verschwendung von Philippa. Wenn wir aber warten, bis was anderes noch kommt, dann könnte sich das sogar lohnen. Ja, schauen wir mal. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Okay, das macht nichts. Los jetzt! Verbeugt euch vor Modron Freya! So, wenn wir jetzt Philippa ausspielen, dann geht der in Runde 1. Dann geht er in Runde 1. Dann können wir ihn beim nächsten Mal zerfetzen. Ich will nie wieder eingesperrt werden. Wir tun es auf meine Art. Ist zwar schade, dass ich Philippa jetzt schon einsetzen muss, weil diese Reihe wird ja sehr gerne geboostet vom Krüppel, aber bleibt nichts anderes übrig. Ich will einfach diesen scheiß Drache loswerden. Möge die Göttin dich vor allem Bösen bewahren. Von mir aus. So, jetzt können wir uns die Infanterie rufen, das ist der Vorteil. Oho, der spielt diese Kombi auch? Und er hat alle 3 auf der Hand, wie geil ist das denn? Ach nee, Quatsch, die Karte hat er sich von mir geholt. Ah, sorry. Ich wollte gerade sagen, es wäre merkwürdig gewesen. Lass mich mal kurz überlegen. Okay, eine Erregen gehabt hätte, hätte er den logischerweise vorher eingesetzt.
Muss ich kurz überlegen, wie ich das weiterspiele. Wenn ich die jetzt doppel und dann Schwalbe einsetze, dann ist ja einer vor. Ja, so machen wir das. So, jetzt gehen wir in die nächste Runde. Er gibt direkt auf, sehr geil. Ja, gegen den Krüppeldeck, gegen das Krüppeldeck scheinbar genau das richtige Deck zu haben. Dagegen gewinnen wir irgendwie häufig. Habe ich das Gefühl zumindest. Oh, wir sind jetzt Rang 8, oder? Krass, 52 Erz. Komm, wir spielen noch, um die 300 voll zu bekommen, dann direkt 3 Fässer aufzumachen. Das können wir am Ende in dieser Folge immer noch machen. Aber ja, dadurch, dass man einfach für den Sieg deutlich mehr Punkte bekommt als für eine Niederlage, steigt man halt einfach kontinuierlich auf. Das hat den kleinen Vorteil, dass man halt tendenziell auch mal gegen schwächere Gegner spielt, die einfach mehr gespielt haben als man selbst, weil die dann auch dahin kommen können, aber hat natürlich auch den Nachteil, dass man selber schneller aufsteigt und dann in Regionen kommt, wo einfach mega gute Spieler sind. Oha, Stufe 19, das ist kein gutes Zeichen, mit Stufe 19 schon Rang 8 zu haben. Das ist wie bei mir mit Stufe 21 Rang 8 zu haben. Je kleiner das Level und je höher die Stufe, desto besser der Gegner. Aber ich verliere trotzdem gegen so viele Decks. Eigentlich ist es egal. So, Schwalbe zerfetzen. Brauchen wir 2 Heilungskarten? Wir haben halt echt wenig zum Boosten und wir haben keinen Rausch. Brauchen eigentlich nicht 2 Heilungskarten. Bräuchten halt noch einen Rausch. Donnerstrang, verdammt, wenigstens was im Booster, aber eigentlich brauchen wir einen Rausch. Ich bin nicht in Plauderlaune. Da fällt mir gerade ein, in dem Monsterdeck kann man die spielen, weil die sind ja ohne Fraktion und auch noch die 3 Moom, oder? Wenn du eine Sonderkarte ausspielst. Oh, dann müsste ich jetzt schon zerfetzen. Einsetzen. Na, scheiß drauf. Komm, muss zerstören. Oha, das bedeutet, er hat keine gute Starthand, wenn er jetzt schon wieder neu ziehen muss. Effekt dementsprechend schon mal weg, das ist immer gut, da muss man damit nicht mehr rechnen. Ist immer nervig, wenn man immer weiß oder im Hinterkopf behalten muss, ja, der Effekt ist noch da, der Effekt ist noch da. Ich bin am Zug. Da stelle ich mir doch die Frage, lohnt es sich überhaupt jetzt Priscilla noch auszuspielen, aber da wir die ja wiederholen können, wäre es Verschwendung, das nicht zu machen. Oh, jetzt der Rausch, wollen die mich verarschen? Aber ich. Ne, wenn ich den jetzt nehme, kann ich ihn logischerweise in der nächsten Runde nicht ziehen. Wenn ich Tagesanbruch nehme, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich mir einen hautigen Jäger ziehe, was ich eigentlich nicht will. Oh, ich ziehe wirklich die letzte Infanterie, perfekt. Meine Kehle ist trocken, Knochen trocken. So, und jetzt gehen wir natürlich ab. Also wenn er jetzt noch gewinnen will, muss er einfach komplett übertreiben mit den Kombos. Je mehr Kombos jetzt weggehen, desto weniger hat er in der zweiten Runde. Okay, er spielt mit Verstärkungskarten. Er nimmt die Karte mit, aber hat schon 2 Karten weniger. Ich habe Igni, alles safe. Ich glaube, er ist nicht ganz einig damit, was er machen will. Er muss wahrscheinlich auch mindestens 2 Karten ausspielen, um die Runde zu gewinnen. Das wäre ein Kartenvorteil von 4. Das wäre, glaube ich, der größte Kartenvorteil, den ich je hatte. Ich verfüttere dich an die Krähen. Ah, es wird wahrscheinlich reichen, nur seine Kombos. Lass uns die Zeit nutzen. Ich
Ja. Aber immer noch drei Karten Vorteil, das ist nicht schlecht. Er hat jetzt zwar eine 23er und eine 3er Einheit, das nervt ein bisschen, aber. Okay. Kann man nichts machen. Vielleicht sieht er dann zerfetzen nach, das wäre ganz gut. Ah, Rausch ist auch nicht schlecht. Tagesanbruch ist nicht zerfetzen. Und ich habe keine Infanterie mehr drin. Der Tagesanbruch bringt mir gar nichts. Es sei denn, ich hol mir den. Scheiße, muss ich mir echt noch eine Bronzekarte reinnehmen? Es riecht fast danach, ne? Wenn es egal, weil wir Igni haben und ihn zerstören können. Das ist aber schon mal gut, weil jetzt hat er halt so ein falsches Gefühl der Sicherheit. Lass mich mal überlegen, was wir zuerst das spielen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Und mir aus. Halt durch, mein Lieber. Wie er echt alles in den einen reinpumpt. Ah, oh, das wird so lustig, wenn wir Igni einsetzen. Das wird richtig geil. Los jetzt. Oh Gott, ist das. Das ist auch, wenn er die Karte nicht verdoppelt oder irgendwas, warum macht er das denn? Das gibt doch gar keinen Sinn. Ich meine, klar, er hat Quen, aber ich muss doch klar sein, dass Verbrennen ihn zerstört, dass Igni ihn zerstört. Also, ich kapiere es nicht so richtig. Wenn ich ehrlich bin. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Aber ich finde es gut, wie gesagt. Ist geil, schön, mach weiter. Wenn jetzt nicht irgendwas kommt, worauf ich nicht vorbereitet bin, dann sollte er eigentlich sterben. Meine Kehle ist trocken, Knochen trocken. Ich habe nichts. Das Horn wäre jetzt geil zu ziehen. Schade, oh nein, den Jäger. Oh, fuck, Mann. Den nehme ich natürlich nicht, aber das, da hätte ich vielleicht noch eine Runde warten müssen, damit ich den halt nicht ziehen kann. Damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass ich das Horn ziehe, weil das wäre jetzt echt geil gewesen. Brauche ich eine Neke für später? Eigentlich nicht, ne? Du bist verletzt? Schon wieder? Ja, nehmen wir die Infanterie, das sollte am besten sein. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Ach nee, bringt ja plus 6. Verdammt, ich habe ja gar keinen Donnertrank mehr. Dann habe ich gerade nicht gedacht. Scheiße. Ich verfüttere dich an die Krähen. Fällt mir gerade ein, wenn er Verbrennen hat, dann würde er sich sogar selber vernichten. Also würde er gar kein Verbrennen spielen. Wie kann er denn nicht an Igni denken? Ich spiele doch super viele Igni. Und selbst Verbrennen könnte er ja rein theoretisch haben. Ich spiele mal einen Rausch auf unsere 15er. Er kann eigentlich kein Verbrennen haben. Oder wir rufen uns eine Runde Zeit mit Tagesanbruch. Scheiße, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir den Effekt nicht nutzen können. Brauchen echt noch eine verdammte Bronzeeinheit drin. Ach, wie gut, dass ich noch gewartet habe. Was ist denn das für ein Bug? Hallo, ich sehe nichts mehr. Geiler Bug auf jeden Fall. Ich hoffe mal, er wird dann die nach der Runde oder nach dem Spiel weg sein. Aber geil, wir scheinen echt gegen so ein Deck zu gewinnen. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, wir beenden die Runde. Er kann ja nur mit Verbrennen den Gleichstand erreichen, aber er kann kein Verbrennen haben in seinem Deck.
Tja, Quen bringt leider nicht wirklich viel. Oh fuck, bleibt das jetzt immer so stehen oder was? Was ist denn das für ein geiler Bug, ey? Ne, jetzt ist er weg, okay. Ach nee, Suche abbrechen. Scheiße, es war echt zweimal, dass wir das nicht benutzen können. Wir müssen eigentlich noch mindestens eine Bronzekarte reinnehmen. Verdammt. Ich überlege, ob ich Zerfetzen einmal rausnehme. Zweimal bringt uns eigentlich so gut wie nichts und wir ziehen es einfach zu oft mit zweimal im Deck. Dann könnten wir es halt mit einer Bronze-Einheit ersetzen. Welche nehmen wir da jetzt rein? Nehmen wir da wieder Sanitäterin? Will ich wirklich Sanitäterin nehmen? Brauchen irgendeine Bronze-Einheit. Der macht keinen Sinn. Da macht dann auch der andere Booster mehr Spaß. Der Zier macht auch keinen Sinn, weil die, wie gesagt, dann zu oft sich nicht holen können. Macht eigentlich bloß die Sanitäterin Sinn. Weil gerade wenn am Ende halt nichts anderes mehr am Deck drin ist, kann ich mir die Sanitäterin holen. Ja, ich nehme mal die Sanitäterin. Mir fällt jetzt eigentlich keine andere bessere Bronzeeinheit ein. Auf den ersten Blick. Aber einmal zerfetzen, dann hat man es wahrscheinlich, dann wird man wieder zerfetzen, in dem Moment nicht ziehen, wo man es braucht, denke ich. Das wird das große Problem sein. Mal schauen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch diese Bronzeeinheit, einfach weil dieser Tagesanbruch sonst komplett... Also wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit zweimal Deadra mit Tagesanbruch gehabt, das darf einfach nicht passieren. Und die Sanitäterin ist jetzt nicht wirklich eine schlimme Karte. Die, also die ist ja eigentlich meistens, das heißt meistens, die ist kein Dead Draw. Wenn man die in der zweiten oder dritten Runde zieht, hat man einfach schon was im Friedhof. Also irgendwas kann man holen. Und man zieht dann im Normalfall mindestens, den meisten Fällen, 9 Angriffe mit der Sanitäterin, wenn die was wiederholt. Also das passt schon. Neneke ist sehr gut. Philippa ist okay. Tagesanbruch haben wir einmal. Brauchen wir eigentlich nicht, klar, mittlerweile kann fast jeder so einen scheiß Wettereffekt spielen, aber wir brauchen halt den Rausch, das ist schon deutlich besser, ich glaube, so lassen wir's. Er wird, mal gucken, was er spielt. Na gut. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Och nein, das ist nicht der Ernst, oder? Fuck, hoffentlich kein Jäger. Doch, scheiße. Da hauen wir jetzt aber echt viel raus in der Runde. Kein wirklich geiles Backup, aber wenn der sich jetzt logischerweise selber holt, macht es auch keinen Sinn, die Karte hier aufzusparen. Von daher, alles oder nichts. Versuchen wir halt die Runde billig zu gewinnen. Ich überlege sogar, ob ich eine Schwalbe einsetze. Auf so einen Hexer, weil es plus 12 gibt. Wir haben jetzt 39, er hat jetzt 16. Wenn er verdoppelt, bekommt er 22 dazu. Das würde immer noch nicht reichen. Man muss also noch was machen. Wir haben jetzt gleich viele Karten. Ich sollte mir, denke ich, Schwalbe für die nächste Runde aufheben. Glaube ich. Ich denke, wir sollten Schwalbe für die nächste Runde aufheben. Einmal von ihm verdoppeln reicht noch nicht. Das ist schon mal gut. Oh, will er mich gewinnen lassen? Auf jeden Fall ist es jetzt noch schwieriger für ihn, finde ich. Sehr gut. Wenn er abgibt, macht ihm das eigentlich fast leichter, würde ich sagen. Weil ich habe Philippa und kann einfach seine Infanterie kaputt machen in der nächsten Runde. Wenn er die krass boostet. Natürlich müssen wir aufpassen, falls er befördern hat. Wir müssen Philippa im richtigen Zeitpunkt einsetzen. Ah, es könnte geil werden. Es könnte geil werden. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Aber das schaffst du nicht. In der Jacke musst du doch schwitzen. Ja, hol den Dreier. Nice.
Aber wahrscheinlich wird er jetzt sich den Elfer wiederholen mit der Sanitäterin. Wobei Priscilla könnte ja auch kommen. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Ja, jetzt. Ja, hol den Elfer. Aber das ist okay. Wie gesagt, Philippa. Ich kann nicht mehr. Und jetzt wird er noch nicht befördern, logischerweise. Er wird, wenn, dann erstmal verdoppeln. Oder er verdoppelt die Sechser. Das wird interessant. Ich überlege, ob ich jetzt Priscilla hole, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine Infanterie hole, recht hoch ist. Und dann macht natürlich Donnerdrang später erst mehr Sinn. Siehst übel aus, aber du wirst überleben. Oder wir holen jetzt einfach Donnerdrang. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Macht es jetzt mehr Sinn, den Donnerdrang? Ja, es macht mehr Sinn. Okay, von mir aus. Wenn er natürlich auch Philippa spielt, oder Igni, fällt mir gerade so ein, dann wird's eklig. Ich überlege, ob ich auf alles oder nichts gehe, aber das Problem ist, ich werde wahrscheinlich verlieren, wenn ich... Philippa, kann natürlich Philippa spielen, ja... Kann Philippa spielen, er kann natürlich auch Igni spielen. Aber dann habe ich immer noch drei Elfer. Wenn ich jetzt Schwalbe, die Frage ist halt, wenn ich jetzt Schwalbe auf noch einen Elfer einsetze, dann haben wir halt 2,19. Dann macht er die halt kaputt mit Igni. Das wäre ja noch beschissener. Also ist eigentlich besser, wenn ich wirklich nur den einen booste. Ja. Man hat halt leider noch relativ viele Karten. Und auch noch Finte. Finte ist eklig jetzt. Das kostet mich halt Zeit. Fuck, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich kann erstmal das Horn einsetzen, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ich will mich halt auch noch nicht entscheiden, wo ich den Adrenalinrausch drauf spiele. Und? Wie stehen die Dinge? Ich will halt auch warten, bis er verdoppelt, logischerweise, bevor ich. Ich glaube nicht, dass er jetzt befördern oder sowas einsetzt, das wäre echt merkwürdig, weil dann kann er die ja nicht mehr doppeln. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt so eine 22er Einheit nehme für Adrenalinrausch, dann ist die erstmal safe vor Verbrennen und vor Igni. Vor Philippa ist es scheißegal. Und es wird wahrscheinlich reichen, um zu gewinnen. Es wird wahrscheinlich reichen. Ich muss nur die Runde gewinnen, fällt mir gerade ein. Der Adrenalinrausch ist ja scheißegal. Worauf ich den spiele, wenn ich die Runde gewinne, gewinne ich so oder so. Ja. Das wird schwierig jetzt, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Aber ich nehme den 22er. Sag, dass das ein Witz sein soll. So, nehmen irgendwas zum Boosten bitte. Nein, Demeterium-Bombe. Ach du Scheiße. Damit macht er natürlich alles kaputt. Oh Gott. Aber ich kann noch Philippa mehr aufheben. Na gut, was soll's. In den Kampf. Aber ich verliere halt trotzdem die Runde, fällt mir gerade ein. Egal, ob ich Philippa benutze oder nicht. Oh, scheiße. Also die Meteorium-Bombe hat, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ist aber auch so eine Deadrock-Karte. Die meisten gegnerischen Decks, die haben da überhaupt gar nicht solche krassen Boost wie ich. Zerfetzen ist gut. Ach, jetzt fange ich ja auch noch an. Ach ne, der Gegner hat ja gewonnen. Ach zum Glück, ich wollte schon sagen. So, was spielt er aus? Oh, nicht geil. Kann aber halt keine Philippa ausspielen. Ich kann nichts machen, ich kann Philippa nicht ausspielen, es gibt nie mehr Angriff. Ich habe verloren. Scheiße, diese dreckige Demeterium-Bombe hat alles kaputt gemacht. Damit habe ich natürlich wieder nicht gerechnet. Ach, Lacker, ey.
Ja, gegen die Demeterium-Bombe kann ich nichts machen in meinem Deck. Das Problem ist einfach, dass sie auf alles losgeht. Also egal, was ich booste, ob ich zwei Reihen geboostet habe, ob ich eine Reihe geboostet habe, die gehen halt einfach auf alles los. Ist halt scheiße. Oh, uns fehlen noch fünf, dann hätten wir vier aufmachen können. Schade. Egal, wir machen drei auf. Ach Mann, das geht mir einfach, jede einzelne Niederlage geht mir auf den Sack. Und am meisten geht mir eigentlich auf den Sack, dass mein Deck viel zu unkonstant ist, dass ich einfach so ein schlechtes Deck habe und dass es viel zu ausgeglichen momentan ist. Was mir wiederum an meinem Deck gefällt, ist, dass es halt von der Art halt von niemandem anderes so gespielt wird. Also zumindest habe ich eigentlich noch keins gesehen. Die meisten, die Infanterie spielen, die spielen halt mit Mutageneffekte und nicht mit Adrenalinrausch im Normalfall. Ach Mann, diese scheiß Demeterium-Bombe. Wie gesagt, kann so ein Deadraw sein. Es geht mir jedes Mal wieder auf den Sack, wenn die Gegner solche scheiß Deadraws in ihrem Deck haben und dann gegen mich halt funktionieren. Gut, Alrik, verschiebe eine zufällig gewählte Karte auf den gegnerischen Friedhof in deine Hand. Geels haben wir den nicht behalten? Den haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt. Das ist schon wieder so eine Verarsche, oder? Wir kriegen drei Karten auf einmal, die wir noch nicht haben. Malena, Geels und Udalrik verringern jedes Mal die Stärke einer typisch gewählten Gegnerin. Until der Elfen auf deiner Seite erscheint. Ich glaube, Udalrik brauchen wir eher als Malena oder Geels. Ich glaube, dass dieser Geels bisher am. Ach so, können wir die Bilder hervorzaubern. Sehr schön. Ich glaube, dass Geels mehr wert ist als Udalrik, aber ich nehme trotzdem Udalrik. Weil ich die eher in einem Deck drin sehe, was ich vielleicht mal irgendwann bauen werde. Oh, Nidral, wieder gut. Wieder zwei dabei, aber okay, Vernon Roach ist halt auch selten. Aber es ist schon wieder so, oder? Drei super seltene Karten auf einmal. Oakvist, bringe nach vier Zügen die Stärke aller Gegnerischen. Ach, das ist der Drache. Aber ich würde fast sagen, Nidral, falls wir uns doch irgendwann mal ein Wetter-Effekt-Deck bauen. Immun gegen Frost, bringe die Stärke einer zufällig gewählten Gegnerin nicht gut jedes Mal um zwei, wenn eine wilde Jagd-Einheit auf deiner Seite erscheint. Die Karte ist halt schon geil, die sieht man super selten in gegnerischen Decks. Das heißt, die wird wahrscheinlich nicht so oft gezogen werden. Ist eigentlich komisch, dass sie nicht Gold ist, sondern Silber. Die ist eigentlich schon ziemlich stark, da kann man eigentlich schon ein geiles Deck drum aufbauen. Warum sieht man die so selten? Ist das so schwer, da ein geiles Deck drum aufzubauen? Mein Immun gegen Frost, das ist ja schon mal geil. Und dann Reiter der wilden Jagd, das alleine sind ja schon drei, die man im Endeffekt holen kann, wenn man nur eine Karte ausspielt. Da hat man dann im Endeffekt 3x2, also macht 6 Schaden, dann geht die schon mal auf 12. Plus man hat die 3 Reiter, die machen auch nochmal 9. Das heißt, wenn man 2 Karten ausspielt, zuerst den Nidral und dann die Reiter der wilden Jagd, kommt man auf 12, auf 21 Stärke. Das ist eine geile Kombo. Ja, und jetzt bekommen wir natürlich wieder Karten, die wir alle schon haben. Aber die haben wir erst zweimal und wahrscheinlich ist Hafka Heiler eine Karte, die man im Deck dreimal gebrauchen könnte. Nun gut, da soll es schon gewesen sein. Liken, kommentieren. Also es juckt mir langsam in den Fingern, mich wirklich mal wieder um ein neues Deck zu kümmern, aber. Ach, mir gefällt halt das Deck eigentlich so gut, was ich gerade habe. Ich weiß auch gar nicht, auf was für ein Ziel ich spiele. Ich meine, wir steigen sowieso immer weiter auf in den Rängen. Wir können unsere Kartensammlung weiter vervollständigen. Aber so ein richtiges übergeordnetes Ziel haben wir momentan gar nicht, weil wir auch keine Karte haben, auf die wir gerade spielen. Ich wüsste gar nicht, welche Karte wir als nächstes brauchen. Und die Deckart, die ich spiele, die ist halt einfach zu anfällig gegen alles Mögliche. Das ist halt kein Deck, was für die Ewigkeit ist. Das ist auch kein Deck, was unschlagbar ist oder
momentan zu eines der besten gehört. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Wettereffekt-Decks zu einem der besten Decks momentan gehören. Also wenn man wahrscheinlich eines der besten Decks haben will, muss man einfach ein sehr gutes Wettereffekt-Deck spielen. Aber ja. Ich überlege halt gerade, ob ich doch Zerfetzen zweimal drin habe, weil wenn ich überlege, eigentlich brauche ich gegen so ein Deck wie das den, das war falsch gerade. Gegen den Gegner, gegen den wir gerade gespielt haben, gegen so ein Deck brauchen wir eigentlich fast zweimal Zerfetzen. Jetzt haben wir die Sanitäterin drin, dann kommen wir halt jetzt wieder auf 28 Karten, ne? Das würde auch noch gehen, aber boah, wir waren aber bei 25. Ich meine, Zerfetzen hat mir jetzt eigentlich mehr, also häufiger was gebracht, als dass es mir nichts gebracht hat. Klar, es war auch ein, zwei Mal nicht so sinnvoll, aber ich denke schon, dass es mein Deck optimiert. Worauf ich halt auch mal Bock hätte, wäre ein Deck zu bauen, wo man Verstärkung drinne hätte. Mit dreimal, wo sind sie denn? Hier, mit dreimal den Kommandos, dreimal den redanischen Elitekämpfern. Und was noch? Ich wollte noch irgendwas reinnehmen. Dann die hautigen Jäger, die sich selber ziehen. Ach ja, dafür brauche ich aber diese Fess. Die Fest brauche ich halt, glaube ich, auch, um noch mehr Speed reinzubekommen. Die habe ich immer noch nicht gezogen, verdammt nochmal. Die warte ich eigentlich auch schon Ewigkeiten. Aber das wäre mal eine Möglichkeit. Ist halt schade, dass Verstärkung Silber ist, man es nur einmal ins Deck reinnehmen kann. Na gut, was soll's. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.